Hi ihr Lieben, oh mein Gott, ich war in letzter Zeit in so vielen TV-Shows und Zeitungen und es gab sogar eine komplette Seite in der Bild, also es ist richtig verrückt, was gerade passiert und ich freue mich so unglaublich und jetzt vor kurzem erst war ich in der Heute mit dieser Schlagzeile und oh mein Gott, das ist eigentlich so eine Geschichte, die erzählt ihren Freunden und so, einfach, ja, wir halten halt über alles und so und ja, wenn einer meiner Freundinnen hier zuschaut, dann kennt ihr die Geschichte schon und es ist echt eine richtig weirde und lustige Story und ich dachte mir, so allein, es ist ja doof, dann hole ich mir eine Zeugin, die auch zu mir war, nämlich... Jana. Was? Das ist ein Händler-Freund. Oh, danke schön. Jana bringt mir was Süßes mit, weil ich bald nochmal ein BWL habe. Und du musst zunehmen. Aber das ist für ein anderes Thema. Jana. Ja. Warum bist du heute hier? Um welche Geschichte geht's? Weiß nicht, ich bin eigentlich. Ich habe frische Lippen. Ich würde euch gerne zeigen, dass meine. Ja, wir haben beide frische Lippen. Wir waren gestern erst mal Lippen spritzen. Ja, ich find's verdammt hot und tatsächlich liegt meine Lippen hier gerade. Aber ja. Mhm. Er hat zwar gemeint, so, hey, wir sollten jetzt nicht mehr in 2 Wochen kommen, aber alles liegt in der so. Ja, da sollten wir auf jeden Fall noch vorbeischauen, wenn die Lippen noch größer sein sollten. Ja. Für uns zurück auf jeden Fall. Genau. Weil wir ziehen ja bald nach Mallorca. Was esse ich hier noch? Das ist komplett okay, ich kann da was erzählen dazu. Mhm. Okay, jetzt nicht, weil, dass du ja echt viel in der Zeitung warst und oh mein Gott. Es ist diese Geschichte, wie es da geht, ist echt so eine Geschichte. So, ich glaube, deine Follower wissen schon ganz viele Geschichten über dich. Und du erzählst ja auch, was in der Bild war ja, ging ja über deine Familie, was der Talkshow ist und deine OPs und alles etc. Das kennt ja schon jeder eigentlich fast. Schon jeder, der dich folgt, kennt diese ganzen Stories. Aber was die Leute sollten nicht kennen, sind so die Geschichten, die wir mit den Girls erzählen, so die, warum so Lester so mit drin ist, so über Voice oder auch irgendwie über keine Ahnung was. Mhm. Aber genau. Das sind so Geschichten, die sind hardcore private und oh mein Gott, ich finde es so cool, dass Jessie das in der Zeitung gesagt hat und ich denke, ich soll auf jeden Fall auch mal die Zeitung auschecken dafür. Und genau. Ich habe so ein Ding. Wie würdest du sagen, wie bist du zu dieser Geschichte aufgekommen? Okay, ihr müsst euch vorstellen, ich habe eine Zeit lang echt viele TFP-Shootings gemacht. Also, wenn ihr wisst, TFP ist Time for Pictures. Time for Pictures, da gibt's, oh mein Gott, da gibt es auch eine Geschichte zu TFP, aber das ist. Time for Pictures ist eben, dass der Fotograf, die Fotografin, Wenn du Fotograf, gibt es deine Zeit, darf die Bilder, hat das Model dafür an der Kamera und das Model kriegt dafür Bilder von einem guten Fotografen oder halt. Ein Fotografen, der vor deine Kamera hat, ich denke, das ist das Mindestanforderung an TFP. Ich glaube, nie ein TFP-Shooting mit einem iPhone oder so. Aber genau. Genau. Das Ding ist dann, dass du kriegst dann die Bilder und der Fotograf hat die Bilder, ihr beide dann die Bilder und dürft ihr auch beide so nutzen, wie ihr es gewollt habt. Oder wie ihr es eben geregelt habt, genau. Aber meistens ist es komplett frei. Und dann. Und eine Zeit lang habe ich eben auch dann ganz oft so Zahl-Shootings gemacht und da ist halt so, dass ich halt dann keine Rechte mehr habe an den Fotos und eben für meine Zeit bezahlt werde und so. Und ja, da war Vienna dabei, weil Vienna eigentlich fast immer dabei ist. Aber warum eigentlich? Genau, ich bin dann immer so auch als, das ist so eine Grundsatzregel, wenn ihr 10 Girls zuschaut oder eine Person, die sagt, hey, sie will auch keine Shootings machen und das ist eigentlich TV oder auch Shootings, insgesamt eine sichere Angelegenheit, eine tolle Angelegenheit, wo man an Bilder kommt. Das Problem ist immer nur so, im meisten Fall seid ihr allein mit den Typen in seiner gewohnten Umgebung, das heißt entweder in sein Studio oder, oder da, wo er es eben ausmacht oder eben in der gemieteten Wohnung, das heißt, ihr seid eigentlich komplett ausgeliefert. Deswegen hat Jesse schon von Anfang an so gemacht, dass ich dann mit reingehe und dann auch in der Nähe bin, einfach aus dem Grund, so, hey, wenn was schief geht. Und leider muss man sagen, ist schon ein paar Mal schief gegangen, dass dann nicht diese 1,50 Frau, die eigentlich die Frau ist, die so am schnellsten aus dem Ungleichgewicht ist. Ich dachte so nicht online, dass ich so, dass ich schwächlich bin. Doch, wenn man dich dafür, wenn man in der Stadt unterwegs ist und sie einfach nur schubst, sie kippt um. Sie ist verdammt einfach umzuschubst. Also wenn ihr sie nicht da zieht, versuchen umzuschubst, ist verdammt einfach. Hey, nein, versuch so gerade einen Fall bitte. Aber auf jeden Fall die eigentliche Story ist. Sie ist einfach umzuschmeißen, das ist so. Und sie war damals auch schon einfach umzuschmeißen.
Genau, deswegen war Vienna auch dabei. Und dann habe ich da eben ja, eine Anfrage bekommen für ein Fotoshooting. Ich habe damals auch in Nürnberg gelebt. Und ich soll doch bitte einmal mitten in die fränkische Provinz fahren und da ein Shooting. Für 3 Stunden kriege ich, glaube ich, 300 Euro was? Ich glaube schon in der Art. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall war es für mich ein Arsch voll Geld. Ich war auch relativ happy danach. Für mich ist halt ein Arsch voll Geld, weil ich habe in der Zeit auch meine Ausbildung gemacht und habe da halt 300 Euro im Monat verdient, also wirklich nicht viel. Und da war so 300 Euro in 3 Stunden, das war halt so Jackpot, das war ein Lipfiller. Und ja, auf jeden Fall bin ich dann da ewig lang mit Öffis in die, mit Vienna, in die fränkische Provinz gefahren. Wo zu Lipfiller, weil die Zeitung war im 21er auch, denke ich. Ja, da war echt Lipfiller verdammt günstig kriegt. So. Grundsätzlich empfehlen, würde ich empfehlen, so, weil ihr habt verschiedene Lippen, geht zu einem guten Arzt und es gibt einige. Und wenn ihr sie jeder anschaut und mich anschaut, dann helfen wir euch dabei. Aber wenn ihr echt sagt, so, hey, ihr seid relativ woke und wollt es ausprobieren, so ist halt eins schon relativ okay. Nur lasst euch keine 0,15 C einspritzen. Oh, ich finde echt scheiße Sinn. Das jeder frustriert wirklich auch Leute, die sagen, sie wollen keine großen Lippen. Lasst euch den ganzen Milliliter spritzen. Diese Lippen waren jetzt mindestens sehr. Das war jetzt in 2 Wochen über 5 bis 6 cc, die das ist vielleicht von sehr großen Lippen auf diese Megalippen kommen mit den 2 Wochen. Das heißt, wenn ihr 1 cc spritzt, habt ihr meistens nur natürlich aussehende volle Lippen. Wenn ihr mit 0,5 cc Lippen habt, so, das ist so die gar keine habt, so Karen-Lippen, wisst ihr, die sind komplett schmal, die haben dann die, da kommt dann von der Karen zur Viertklass Grundschullehrerin. Aber das ist ein bisschen Lippengröße, das ist 0,5 cc, also ja, ist ja nicht die. Das bringt nichts, auf jeden Fall. Worauf wir eigentlich hinaus wollten. Genau, also 300 Euro war ein Haufen Geld. Ich habe Essen bekommen, so, ich habe auf der Straße geholt, das war auch gut. Wir fahren in diese fränkische Provinz und da wurde schon gesagt, dass er uns abholen wird am Bahnhof und wirklich, das sollten wir schon eine Alarmglocken klingeln, also wenn sich irgendwie. Wir sollten nicht im Auto steigen. Wir waren jetzt zu zweit und wir waren auch so vorbereitet, so. Ja, und wir haben auch versucht, uns gegenseitig umzuschmeißen, so, wir waren bereit, so wie so Eishockey gespielt, so Brust einander und let's go. Und ja, genau. Aber schlau war es trotzdem nicht. Es ist trotzdem ja, ein sehr also, großes Risiko. Ich sag trotzdem, wenn du eine Freundin dabei hast, überleg mal, welchen Shooting wir schon waren. Und grundsätzlich wurden wir echt fast immer abgeholt. Und eigentlich, ja, wie sollst du im Bahnhof zur Location hinkommen? So. Die Location ist dann eh ausgeliefert, so das ist ja nicht vorbei. Oh, ist auch wieder gut. Aber jedenfalls sind wir ins Auto eingestiegen. Und ich war vorne gesessen, wir da hinten gesessen. Ja, weißt du noch, was da hinten war? Irgendwie wollen die Typen mich nicht vorne haben. Ich bin so auffällig und so aktiv und merkst vielleicht schon. Oh. Und hinten waren halt. Ich fand es jetzt im Nachhinein war es cool. Einmal sowas sieht und unvorbereitet ist, ist es halt so leicht wird, weil man kennt solche Situationen leider halt wirklich nur aus RTL-Sendungen. Und zwar waren halt wirklich Bilder von Frauen aus den 90er Jahren, so Frauen wie Lulu Ferrari, die ja echt hot waren. Bleib mir wahr und sagen. War nicht, war das Lulu Ferrari? Nein, dieser Style halt eben, dieser Lulu Ferrari-Style. War auch so kleine Kissen aufgedruckt. So Kissen, oh, so Zierkissen. Ich habe noch nie Menschen gesehen mit Zierkissen im Auto. Darum möchte ich mich gar nicht lustig machen, weil Zierkissen im Auto sind halt wirklich einfach. Zierkissen auch so ein Knuffel. Und ich finde auch im Nachhinein so, ich so, boah, geil. Also, wenn einer von euch so ein Kissen von mir hat, lasst es mich wissen. Ich würde das Kissen verdammt gerne sehen. Aber ja, das war halt schon so ein Ding, wenn man in ein Auto reinsteigt für ein Erotik-Shooting und das komplette Auto ist halt voller Erotik-Sachen, zwar Erotik-Sachen, die man eigentlich nicht so kennt. Ja, Zierkissen, überall waren Sticker, also ich glaube, das waren so selbstgedruckte Sticker, ich weiß es nicht. Ja. Aber überall auch die ganze, wie nennt man dieses Ding, der Steuerdingste? Keine Ahnung. Ist nicht das Lenkrad, sondern halt. Einfach das vorne dran, wir glauben, da war wirklich so ein Meter dick Sperr draufgegangen, fast schon. Aber ich glaube, das wird genutzt. Auf jeden Fall war alles eben schon voll. Deswegen fahren wahrscheinlich auf Fluggelände. Oh. Also ich denke so, boah, also ich könnte mir überlegen, so wenn Jesse und ich im Auto bei euch sitzen, so denkt, dann wird ihr auch abgelenkt und stell dir vor, das ganze Auto wird vorne voll mit Genutzt. Oh Gott. Auf jeden Fall. Geht's so weiter. Zuerst wollen wir draußen Fotos machen und dann gibt es so Kostüme, die halt so ganz. Dann erinnerst du dich auch noch dran, so ganz billige Sexshop-Kostüme, also so ganz unangenehm auf der Haut, ganz kratzig, ganz. Für die Passform war ganz, ganz schwierig. Also, es waren ganz komische Kostüme von Lara Croft über Superwoman, über. Was war es denn noch? Keine Ahnung, aber ich denke mir,
Also da auch nur in den Kontext gekommen, so wenn ihr so Kostüme im Bett benutzt, so voll cool, nutze ich auch. Aber das Ding ist halt so, ihr bucht euch kein Model für 300 Euro und kriegt dann den billigsten Fummel überhaupt, der überhaupt nicht schön ausschaut auf Bildern, sondern ihr wollt ja, wenn ihr ein 300 Euro Model bucht, wollt ihr ja auch schöne Bilder haben und nicht irgendwie Bilder, die ihr auch mit, keine Ahnung, also mit den Kostümen und so. Ja, ich kann das hören, ich sage, ich will jetzt einen Film drehen, einen schönen. Dann will man ja auch schöne Requisiten, schöne Location. Sie sind hier in Jessys Schlafzimmer, so schönste Location überhaupt. Oh, aber nein, ja. Nicht. Nächste Tag wird schöner. Ach, da könnt ihr übrigens auch schreiben. Ich würde überlegen, ob ich in so einem süßen Pastellpink mein neues Schlafzimmer einrichte oder in beige. Und bitte schreibt mir in die Kommentare, was ihr besser findet. Ein süß Pastellpink Schlafzimmer. Ah, ihr Schlafzimmer war, ist das hier besser? Aber hier habe ich keine gestrichenen Wände. Das andere habe ich ganz, ganz liebevoll gestrichen, mein Alter. Das war sehr schlimm. Wir haben den Boden sehr lange sauber gemacht. Das ich bin ganz, ganz schlecht im Streichen. Sie ist wirklich sehr, sehr aber die nächste Wohnung, entweder, also ich will das Wohnzimmer so beige gold. Und das habe ich schon abgesprochen, sie ziehen das zusammen. Und wir müssen euch dein Schlafzimmer machen. Keine Ahnung, vielleicht nicht für dieses riesige Neonschild über die. Auf jeden Fall. Ich bin überlegen, weil das Wohnzimmer halt schon so beige gold werden soll, ob ich dann das Schlafzimmer auch beige gold mache oder so pink, so pastell, rosa, süß, keine Ahnung, schreibt es gerne in die Kommentare auf jeden Fall. Aber darum soll es gar nicht gehen, jetzt sagt schon. Genau, wir waren in diesen Kostümen. So, eine Sache, die immer ganz lustig ist, so, wenn wir dann ein bisschen Shooting haben und das ist alles cool, dann haben wir seit diesem Shooting haben wir Selbstwörter ausgemacht oder Selbstsätze, die wir uns gegenseitig stellen. Einfach aus dem Grund so, hey. Der eine Satz wurde jetzt geleakt in der Zeitung, deswegen brauchen wir einen neuen Satz. Ja, aber den Satz sagen wir halt nicht, aber wir haben irgendwann einen Satz und wenn sie dann verjagt oder verjagt, nein, dann weiß ich so, okay, der Fotograf ist okay oder der Fotograf ist weird. Wenn der Fotograf weird ist, bin ich so halt nah an ihm, dass er dann irgendwas macht, zurecht und kontrollieren kann. Aber oh, wenn er. Oh, da fällt mir noch eine neue Video-Idee ein. Aber ich glaube, das ist noch ein extra Video mit dem. Ja. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall genau, dann. Ist es so, und wenn er sagt und sagt, hey, der ist cool, dann kann ich auch für 10 Minuten das Essen holen gehen in McDonalds und komme zurück und ich weiß, es wird nichts passieren. Einfach, weil sie ein gutes Gefühl hat. Und ja, im Prinzip ist ja auch okay, nie was passiert. Okay, ist schon ein paar Mal was passiert, aber noch nie so, dass ich. Und nicht gravierend. Also, dass das echt da war, war immer gut. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Und da auch so ein Ding, so wieder so zu. Der zweite Tipp. Wenn ihr Shootings macht, so ein Fotograf, der nicht will, dass die zweite Person dabei ist, dann wird euch nachlegen. Es ist so. Es ist, wenn du als junge Frau angeschrieben wirst von einem Fotograf oder wenn du dir shooten und sagst, hey, ich würde gerne eine gute Freundin mitnehmen, dann sagt er, ja, gute Freundin, die machen nicht das Ganze. Nein, das haben wir von mehreren Fotografen gehört und auch von mehreren Produzenten. Alle sagen, Menschen, die das sagen, sind weird, sind Menschen, die euch verarschen wollen, sind Menschen, die euch wahrscheinlich genau nichts Gutes wollen und nicht wirklich ausnutzen wollen. Ja, auf jeden Fall. Und da haben wir echt schon Horror-Stories gehört von anderen Mädels, das wird schwierig Fotografen. Aber darum geht es gar nicht, dass es zu unserer Story zurückkommen wird. Kostet die ganze Zeit ab. Genau, wir waren, du warst bei diesem. Genau, da haben wir erst draußen die Bilder gemacht. Die waren jetzt nicht wirklich toll. Es waren halt einfach so Fotos. Aber er hat so viel Spaß gehabt. Er hat es gut gefallen. Er war auch angenehm. Er muss sagen, er war auch kein unangenehmer Fotograf. Aber er mochte den Burger auswählen nicht. Er mochte nicht, wie ich meine Burger esse. Das ist natürlich. Ich wurde die ganze Zeit, ich will jetzt nicht drüber reden, aber ich wurde die ganze Zeit über meine Burger-Gewohnheiten geschämt. Oh nein, ich wollte und nicht. Ja, also muss man sagen, das ist eine wirklich sehr liebe Person, noch eine sehr nette Person. Ich würde auch mit den Shooten noch, ich würde auch denken, noch mit den Shooten noch mal, wenn die Bilder halt gut geworden wären und wenn das Set gut gewesen wäre. Genau. Und die Outfits gut gewesen wären. Und ja, das sind alle drei Sachen. An sich war sind eigentlich alle drei Sachen, die für unsere Bilder richtig sind und die sind halt alle nicht. Ja, auf jeden Fall ging es so. Das geht gut, okay. Das ist okay. Ja, jetzt habe ich wieder mehr wollen damit. Du hast da damals das sehr kleine Fußnummer sein. Du hast damals 400 Gramm. Ja. Das sind 5 Mal mehr als du jetzt hast. Ich habe noch 5 mal so viel. Nein, will ich nicht. Aber eigentlich. Warum nicht? Also ich würde schon sagen, dass ich habe jetzt 1000 und ich sag schon so 8000, das wäre schon geil. Oder? Also nicht, nein, ich meine 5 mal so viel mit Geld. Ach so, ja. Mit Rüstung so viel Hauch her, würde ich sagen. Ja, so 10.000, wie scheiße, oh. 14.000 ist schon gar nicht. Keine Ahnung, aber krass, aber heftig. Auf jeden Fall fahren wir weiter zu seiner Wohnung, weil er hat im Keller ein Studio, hat er gesagt. Genau, und während des Losfahrens waren wir auch im Kofferraum, also haben wir Sachen reingeladen. Und der Kofferraum war komplett ausgekleidet. Ja, wieder komplett mit Postern. Mit Postern aus Erotikmagazinen. Und
Damals habe ich mir gedacht, oh, das ist wirklich irgendwie. Und man hat dann schon so Dinge so, okay, in diesem Kofferraum werde ich jetzt vielleicht landen. Und ja, aber es war ja Gott sei Dank einmal A nicht so. Und mittlerweile finde ich es ganz lustig und cool, wenn jetzt heute noch eine Person zu bekommen, aber meine Lehrer ist dann geil, ich finde es lustig. Es ist schon eine weirde Experience damals. Aber ja. Wirklich, wir wollen diesen Menschen nicht judgen, wollen sich nicht dafür erzählen, aber ja, der Mensch ist oft, wenn er tut niemanden weh. Wenn ihr sowas habt, echt schickt uns das, ich finde es unglaublich cool. Honestly, ich finde es unglaublich cool. Und ja, nur unvorbereitet da reinzukommen, ist halt... Und wir hatten noch keinen so großen Kontakt zu dieser Branche und allem. Und es war alles noch recht neu. Das war wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang. Und auf jeden Fall gehen wir in sein Studio. Und das war halt so ein Gemeinschaftskeller mit einem weißen oder schwarzen Stofftuch. Ich weiß gar nicht, welche Farbe es hatte. Auf jeden Fall ist ein Stoff gespannt, wie halt so ein Hintergrund halt. Und dass der Boden angelegt war, teilweise auf dem Boden eben und dann eben nach oben. Und wir kommen rein und dann sehen wir genau, ihr würdet wahrscheinlich wissen wollen, so warum... jetzt Sex mit einem Gorilla. Sie hat ja wahrscheinlich, das können wir gleich schon auflösen, so, du hattest das Sex mit dem richtigen Gorilla. Es war kein echter Gorilla. Und ich hatte auch keinen Sex mit ihm. Ja, genau. Es war auch kein Ding, aber du hattest eine bestimmte Pokus. Und jetzt was genaues hattest du mit diesem Gorilla auf sich. Genau. Ihr müsst euch vorstellen, wir kommen da rein und dann ist das ein Aufblas-Gorilla. So, war der lebensgroß? Bisschen kleiner? Nein, der war vielleicht... Er war wie ein Hund. So wie, ja, wie so ein Schäferhund, so doof wie ein Schäferhund, ungefähr so. Genau, so ungefähr war auch. Und der kniet dann da eben so da, mit der Sonnenbrille, mit einer grünen Mallorca-Sonnenbrille. Wir haben die Gott sei Dank, du hast die ja mit dem geschrieben, mit dem Report, und ich habe ihn auch damit geschrieben. Ja. Ich habe dir auch geholfen dabei, auszugeben, wie der Brille ausgesehen hat. Und Gott sei Dank haben wir wirklich fast 1:1 zurück herstellen können eben. Ja, und nicht nur eine Sonnenbrille, sondern auch ein Sonnenhut. Also ein Jägermeister Ballermann Sonnenhut. Also dieser genau. Gorilla, wir haben ungefähr eine Ahnung. So ein Partygorilla. Das war ein Partygorilla. Und wir dachten uns so, okay, und haben halt gelacht und gesagt, ach ja, ein Gorilla, wie schön, hahaha. Und zuerst packt er ihn auch weg, den Gorilla. Und dachte ich mir, okay, steht halt ein Gorilla von den Nachbarn vielleicht. Und einfach Spaß, einfach lustige Requisite. Und einfach nur lustig halt, weißt du? Ja. Ich habe nicht viel darüber gedacht, dann machen wir halt erste Fotos. Und dann sagte er, ich sollte jetzt mal so hinknien wie... Jogging. Ja, okay, jetzt darf ich es. Okay, das Video wird eben weiter fixiert. Ja, mit Gott, ich habe dieses Video nie Geld verdienen. Ich spätestens jetzt, nachdem ich 100-mal über Sexual Outfits geredet habe. Ja, okay. Und schon überlegt, Das war jetzt einmal Dobby. Er wollte, dass ich mich hinknie im Dobby-Style. Und in dem Moment bin ich aus dem Raum rausgegangen, habe sie etwas unglaublich angeschaut. Ja, aber sie hat es auch so gemacht. Ich dachte mir, er macht jetzt einfach Fotos, wie ich halt so krabbel. Wie du gerade eingegriffen. Nein, da war der Gorilla noch nicht da. Ach so. Ich dachte mir einfach, wisst ihr, was ich meine? So Gorilla, so, nicht Gorilla, so Fotos halt, wie ich auf allen Vieren bin. Ich meine, das ist. Aber hat er nicht okay. Er hat doch gemeint, ich muss jetzt auch. Nein, das kommt dann erst noch. Du hast immer da draußen, aber ihr müsst euch vorstellen. Der Raum war eigentlich aufgeteilt wie ein Keller. Mhm. Und dann wurde von einer Seite die Wand gekommen, von der anderen Seite, dass man so eine Art Gang hatte. Mhm. Und auf der anderen Seite war der Waschküche, da war ich. Also im Prinzip war das wie ein großer, nur mit Raum drinnen. Genau. Ein großer Raum mit Raum drinnen. Und er hat mal gesagt, so auf eine 4 eben gehen. Dann dachte ich mir, ja, okay, für Fotos halt. Und sagte, bleib mal genau so stehen. Und bin ich genauso eben stehen geblieben. Und dann kommt der. Schlaf. Und ich nehme jetzt auch mein Stofftier. Oh mein Gott, und ist so unschuldig. Mein Stofftier und ich bin jetzt dort. Ich schliebe so da. Ich weiß nicht, ob ich es zeige. Und auf jeden Fall stellt der Gorilla halt so hinter mich. Warum ganz nah ran. Ich weiß nicht, wie ich das lernen soll. Bitte, mach das nicht. Stellst du mir leid, stellst du okay. Also, das ist meine Hand. Das ist meine Hand. Ich will dann im Ding nach. Okay, aber okay, ich habe was mit den Händen. Das war meine Hand, das war ich. Und dann holt ihr eben diesen Gorilla und sagt, warte mal. Ich und glaub, jeder stellt kann so hinter mich. Ich glaube, jeder, der es ist, wieder, ich weiß, wie Dolly. Es tut mir sehr leid. Mein armer Stofftier. Ich wollte jetzt nicht so. Oh mein Gott, ich fühle mich sehr schlecht. Auf jeden Fall, ja. Ich war dann eben da so da gestanden. Oder da. Der da regniet. Und dann sagt er. Und jetzt schau mal erschrocken. Und ich wusste gar nicht erschrocken schauen. Ich habe erschrocken geschaut. Also ich habe ehrlich gesagt erschrocken geschaut. Aber er hat auch gesagt, ich soll erschrocken schauen. Ja, aber ich habe auch erschrocken geschaut. Sie haben beide erschrocken geschaut. Ich wusste nicht erschrocken schauen. Ich habe es schon. Und aber genau, also das ist auch eine Sache. So, honestly. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand sagt, er will so lustige Bilder nachstellen. Aber es ist halt so weit so Real Talk. Das ist wirklich ein Punkt, wo ich sage, das würde ich dir vorher abgesprochen haben. Ja, das ist halt schon extrem. Das ist halt jetzt...
Das ist halt nicht irgendwie normal Erotik, Unterwäsche, was weiß ich. Sondern es ist halt ein fucking Gorilla, der hinter dir gestellt wird und... Ja, das ist echt nicht mehr cool. Und man, ja. Auf jeden Fall, also, ja, ich musste gar nicht erschrocken schauen, ich habe schon erschrocken geschaut. Und bevor ich reagieren konnte, hat er auch schon Fotos gemacht und... Das hat aber auch nicht lange gedauert, weil und, ich... Und, muss auch dazu sagen, es war, wie gesagt, glaube ich, dein erstes Shooting. Oder ja, es war mein erstes Shooting. Und wir haben dann auch beide so gemerkt, so, okay, man ist da auch noch nicht drin. Jetzt im Nachhinein hätten wir, weil ich heute würden die Sachen anders handeln, vor allem ich, denke ich, würde da anders reingehen, da gibt es ja auch schon Geschichten, wo ich es auch anders gehandelt habe. Aber damals glotzt man erst. Also es quält dir keinen, so, es gibt so Momente über einen Moment. Keine Ahnung, ich habe mal an der Supermarktkasse gejobbt. Und ich wurde mal ausgeraubt, so. Aber eine sehr dumme Art und Weise. Wurdest du ausgeraubt? Ja. Wie? Da war ich ja sogar bei der Polizei, hab ich dir erzählt. Mit dem Menschen, mit dem Wasserkasten. Bierkasten. Nein. Es ist egal, ich wurde ich mal. Will die Geschichte ich werde mal. Ich erzähl sie später. Ich wurde mir mal bei der Supermarktkasse ausgeraubt und das war jetzt nichts in meinem Leben. Ah, Quicktime-Betrug. Oder Kartengetrug. Nein. War es nicht der Mensch, der abgehoben hat und dann hat es nicht geklappt und hast du ihm Geld gegeben und er ist abgehauen mit dem Geld, obwohl er nicht abgeverdingst wurde. Ja. Okay, das war der hinten reingegriffen hat. Ach so, und er weggerannt ist. Ja. Das ist das Dümmste überhaupt. Du bist so Helden auf den Herr gerannt, stimmt's? Ich hätte mich kaufen für den Laden. für die 58 die Stunde, die du bekommen hast. Ich habe da schon 9 Euro. Ich bin ja jetzt nicht so alt, dass ich sage, ich habe für 58 Minuten gearbeitet. Also, ja. Genau, was gibt es denn noch? Genau, auf jeden Fall handeln wir schon jetzt als Sache anders, aber jeder hat die Situation und wir dann deuten. Nein, dann wäre das okay, hätten wir vielleicht irgendwas sagen müssen oder abbrechen oder irgendwas. Wie viel hat der Mensch geklaut? Oh, schon ein bisschen was. Ich bin in der Gange. Hast du ihn niedergetackelt? Nein, ich habe mich immer erwischt. Und dann? War er weg? Ja. Was, ist das wirklich? Keine Ahnung, ja. Wenn hier irgendeine Leute in der Kasse arbeiten. Ich glaube, jeder, der in der Kasse arbeitet, wurde schon mal irgendwie ausgekauft. Ich habe da auch einen Monat lang gearbeitet und wurde nicht ausgekauft. Ja, aber ich habe da fast ein Jahr gearbeitet. Oh. Also ich denke, so jede Person, die bei einer Kasse arbeitet, hat schon mal irgendeinen Kunden gehabt, der was mir geklaut. Vielleicht hast du einfach nicht gecheckt. Ich glaube, das schickt man nicht. Also es ist sowieso so. Bei mir eine Woche immer mindestens ein paar Mal Geld gefehlt, einfach weil man es entweder verrechnet oder weil das dann so ein 1 Euro oder 2 Euro fehlt oder dass man schon Kunden noch hat. Oh, ich hatte meinen ersten Arbeitstag 10 Euro zu viel drin. Ich hätte gleich mal 200 Euro zu viel drin, das war echt ein riesen Struggle, diese Menschen zu finden, ja. Das war echt, das war, da waren wir 200 Euro zu viel drin, das war ein richtiges Ding. Und die haben sie, ich weiß gar nicht, was sie noch gefunden haben, ja, es gab es. Oh, dann hast du eine Kasse zur Arbeit, mit drei Spaß gemacht, die 3 Wochen, weil ich gestern bin. Kasse zur Arbeit ist nicht lustig. Ich glaube, wir schweifen zu oft aus. Jetzt sind wir schon bei 22, 23. Oh, ich wollte nur ein Labervideo mit Vienna und Jessie nennen. Okay, auf jeden Fall. Zurück zum Gorilla. Ich war so da mit diesem Gorilla und er macht Fotos und alles und wirklich. Mittlerweile, glaube ich, hätte ich auch so gesagt, so, boah, ich finde es gerade nicht so cool. Und hätte ich das auch wirklich getraut. Und damals war das erste Shooting. Es ging für mich um einen Haufen Geld. Wir waren mitten in der Provinz und wollte jetzt auch einen Fotografen verscheißen. Und honestly, das war ja der Grund, warum wir beide so jetzt auch ausschwierig ausschauen und weil wir auch so Shooting-Sachen, die wir machen, ist einfach, wir waren damals schon relativ slutty. Und es war so Peak End of Puberty, glaube ich auch. Und man fühlt sich auch schon irgendwie geil, wenn man so einen Mann irgendwie da hat, der auch so geile Bilder macht. Und wenn man dann so, ja, dann ist man schon so, okay, ist schon cool. Und im Nachhinein kommt man erst wieder in den Bisting rein, so, okay. Man ist ja als Model da auch in den Mut, würde ich sagen. Mhm. Genau. Aber wieder hätte ich es nicht mehr gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist die gleiche Weise. Jetzt bin ich 21 und. Ja. Ich würde es wieder machen, schön den Grillen nämlich. Auf jeden Fall, ja, das war halt echt eine weirde Situation. Dann war das Fotoshooting nachher aber auch relativ bald beendet. Es gab noch einen Moment, bevor du dir erzählst, würde ich kurz sagen: Triggerwarnung. Ah ja, Triggerwarnung, ganz wichtig. Triggerwarnung, ganz wichtig. Triggerwarnung, Suicide und genau. Blut. Blut und Waffen, ja, das würde ich doch gerne. Genau. Also ihr wenn ihr es muss ich aushalten. Gewarnt, ich könnt jetzt gerne eine Minute vorskippen. Jetzt haben wir keine Ahnung wie viel. Es gibt einfach vor. Also es gibt jetzt erstmal ein bisschen vor. Und genau, auf jeden Fall. War es dann so, dann meinte auch, hier zieht jetzt mal so eine Jacke an oder irgendwie sowas? Oder Unterwäsche, ich weiß nicht, was man. Nein, erst kam das mit den Ketten, dachte ich. Ah ja. Erst dann hat er auch so Ketten um die Arme gelegt und ich soll so tun, als wäre ich entführt worden und cool. Im Keller liegen und sowas und das könnte ich nicht wehren und das war auch schon echt weird,
Es war halt das Schlimmste war dann, dass ich als sexy Leiche, die sich erschossen hat, auf dem Boden liegen sollte. Das war echt hart. Da muss ich sagen, das sind Sachen. Und dass er auch reinkommt mit einer Pistole und dachte, oh Gott, das heißt, jetzt ist Finish, ich dachte, jetzt ist Finish einfach, jetzt ist vorbei. Aber da hat Gott sei Dank nicht gemacht, so. Also das Stück kein echter. Das ist auch kein echter, aber trotzdem. So, keine Ahnung. Ehrlich, so, ich würde nicht wissen, ich könnte nicht meine Waffe kennen. Auf jeden Fall, ich weiß nur die Waffen, die manche mit in der Hose haben, so halt. Die sind so groß, die Waffenschein dafür so einfach. Und. Oder für die hier? Ja, da muss auch ein Waffenschein für. Das ist was traurig, war mit der lieben Miss Colleen Jordan in Frankfurt und das war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich mit einer anderen irgendwo unterwegs war und ich, weil du nicht dabei warst, ich mal die mit den großen Brüsten war und von Menschen angestarrt wurde. Erstmal in mein fucking Life mit 1000 Gramm Brüsten, die wahrscheinlich ungefähr ein F- oder G-Kraft sind. Das ist schon sehr traurig. Ja, auf jeden Fall. Waffe, Pistole, Erschossbogen, schlägt um. Und genau, dann gehen wir nach oben zur Bezahlung. Weil auch großer Anfängerfehler. Vertragsunterzeichnung immer vor dem Shooting und nicht danach. Depends on the Fotografie. Du hast ja immer noch Lust, du fröhlich auf anderen Shootings. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich finde, das ist schon so ein Ding, was wir ändern sollten. Man sollte den Vertrag trotzdem immer lieber am Anfang machen und nicht am Ende. Und ich weiß nicht, ist schrecklich. Es kommt der Fotograf an, was man vor dem Rennen ausmacht. Genau, auf jeden Fall gehen wir hoch und wir stehen vor seiner Wohnungstür und er sagt schon, nicht erschrecken. Und was denkt ihr, wenn jemand sagt, nicht erschrecken? Ich denke an einen großen Hund, ich kann gar nicht reden, 1000 Katzen oder richtig viel Unordnung. Ich dachte an eine riesige Pornosammlung. Jetzt hast du recht, Mann. Ich hatte recht einfach damals. Das war meine Vermutung, ich hatte recht. Das war nicht deine Vermutung. Doch, das war meine Vermutung. Nein, das hast du auch Hund gesagt. Nein. Hund. Riesige Pornosammlung und keine Wand zu sehen. Ach komm, schon siehst du alles vorweg. Auf jeden Fall, ja genau, wie Vienna ja damals schon vorausgeahnt hat, auf jeden Fall zu 100% auf gar keinen Fall damals auch dachte, ein Hund oder also irgendwas, nein, nie im Leben. Kommen wir in diese Wohnung rein. Waren ja, natürlich, aber auf jeden Fall kommen wir in diese Wohnung rein und das erste Vorzimmer und da sieht man schon gar keine Wand. Also ich habe es auch noch nie gesehen, gar keine Wand. Die Wand habe ich schon gesehen, ich habe nur. Also keine nackte Wand. Genau, ich habe Wand gesehen, diese Wand war auch sehr aufwendig, aber sie war eben nicht mit Omas Blümchen-Tapete, sagen wir so. Oder auch nicht weiß oder irgendwas. Sie war voll Bilderrahmen, mit Fotos mal wieder, mit Nacktfotos. Aber diesmal auch sogar expliziter, mit einem lustigen Grinse-Spielzeug an der Pupu und solche Sachen. Und die ganze Wand war voll. Ja, der hatte so einen Smiley-Vibrator. Oh, das ist freundlich. Und das war auch ein ganz großes Bild. Da war die Smiley-Vibrator. Der Vibrator war gelb und da war ein gelb-schwarzes Smiley drauf. Gott sei Dank hast du vorher nicht Doggy gesagt. Das war jetzt das. Ja, aber die ganze Wohnung war voll damit. Also lauter solche Bilder. Und dann sagt er, und hier ist der Stolz seiner Wohnung. Und dann hat aber keine Türen gehabt, sondern nur so Flaggen, so nackte Personenflaggen. Ja. Und da war das ein. Es war kein Personen sagen, aber es waren hauptsächlich Frauen. 90er Jahre, Frauen, Flaggen, die ich keine Ahnung habe, wo man die hat. Ich habe auch keine Ahnung. Wenn ihr eine Flagge von Jesse oder von mir habt, oder eine schreibt. Ich hätte gerne eine Fahne. Ich hätte gerne euer Türersatz. Ich hätte gerne so eine Fahne für mich, dann kann ich die auf Mallorca auf dem Balkon hissen. Freuen sich die Nachbarn. Hast du nicht auch diese Kadettraffelschwane? Nee. Hab ich nicht mehr. Ich hatte mal so eine Kadettraffelbox. Und die habe ich ja vor Umzug nicht mehr. Die ist leider nicht mehr, die habe ich da verkauft. Okay. Halt. Auf jeden Fall. Dann zeigt er uns sein Fliegen. Hast du die Grünblume noch? Nein. Auch nicht? Dann ist er kaputt geworden. Auch die Kadettraffelbox. Weil ich so zu oft benutzt habe. Nein, ja. Ich weiß gar nicht. Irgendwas passiert hier auch nicht. Oh Gott, auf jeden Fall. Zeigt er uns seinen Lieblingsraum und es war halt so ein Raum, ich meine, ihr wisst jetzt nicht, wie groß ein Schlafzimmer ist, aber war halt so groß wie ein Schlafzimmer ungefähr. Mhm. Und der war halt voll mit Büchereiregalen. So richtig wie eine. Ich war zwar nie in der Videothek, aber so stelle ich mir Videothek vor. Ja. Es war eine richtige Videothek. Wie in der Bücherei, halt nur die Bücherei des. Wie heißen diese Dinger, die alten... Frankenbums oder so, keine Ahnung, wie es damals heißt. Aber wie heißen diese Nicht-Kassetten? VHS. VHS-Kassetten. Genau, VHS-Kassetten waren das.
Genau, so lauter so VHS-Kassetten. Vielleicht auch DVDs, wenn es ganz krass kommt, Blu-ray ist, aber. Ich glaube, es waren nur so ganz dicke Klopper. Auf jeden Fall, ganz, ganz Zimmer war voll damit und so. Und wirklich, der Mensch, der war nicht unangenehm oder sowas. Aber es war echt eine sehr eindringliche Erfahrung. Es war halt, also wenn man so sagen soll, will ich auch niemanden touchen. Ich denke so, jeder Mensch wird auch so sein Umfeld geformt und. Ich denke, wenn man als Mensch halt irgendwann irgendwas halt verinnerlicht hat und auch so lebt, dann fällt es gar nicht mehr auf. Und ich sag auch ehrlich mittlerweile so, boah, wenn ich jetzt in diese Wohnung reinkomme, würde ich jetzt sagen, so cool. Aber damals würde ich ehrlich sagen, war das eine Wohnung, die für mich nicht mehr im Fernsehen vorstellbar gewesen wäre. Geschweige denn, dass ich die dann echt erlebe. Auf jeden Fall. Du musst auch ihm so denken, so wie dachten wir damals alle, Jessie, die 400 Gramm Brüste, die größten Brüste der Welt. Die ist so riesig. Ich habe 1000 Gramm und schon mickrig aus, wirklich sehr, sehr mickrig. Verglichen mit ihren jetzt. Und das ist, glaube ich, auch so der Punkt, dass man sagt, so hey, man hat sich auch an Sachen gewöhnt und man gewöhnt sich an Sachen. Aber damals war halt schon ein riesiger Schock. Das war halt einfach ein Mensch, eine komplette Wohnung dem Porn gewidmet hat. Ja, auf jeden Fall. Am Ende und den Aufschlag gewinnt das. Ach, ich habe nur einen gesehen, nur den unten. Ich würde gewiss, was dem geworden ist. Ich hätte ihn gern. Ich würde gerne den Bodycount von den Gorilla wissen. Auf jeden Fall. Ja, dann haben wir das Geld bekommen und dann sind wir essen gegangen und so. Er hat auch sehr von Lippen bezahlt und er war wirklich, das muss man nur mal sagen, er war eine angenehme Person. Ja. Aber die Situation darum war halt einfach echt weird. Also, deine Familie verkraftet immer noch, dass du die gemachten Brüste hast und ich denke, wir haben damals wirklich Zeit gebraucht, um uns an diese Wohnung erstmal zu gewöhnen und dann das Gorilla und dann alles. Und ja, das war. An den Gorilla denke ich heute noch. Ja, manchmal ich eigentlich auch. das war eigentlich schon die ganze Geschichte. Also es war. Und ich wurde bis zuletzt für mein Essverhalten geschämt. Fühlst du euch gegen? Ja, du hast den Mann, ja, der Mann hat, der Mann, der dann wirklich diese ganze Wohnung voller Bohnen hat, der keine Wand zu sehen hat, hat die ganze Zeit nichts anderes zu tun, als mich um meinen McDonald's-Burger zu schämen. Okay, darf ich aufklären, was du isst, weil ich denke, Leute, du isst irgendwie, keine Ahnung was. Ich hätte den blankesten Burger überhaupt zu anders. Ich habe bestellt einen Chicken Burger Plain. Das ist ein Chicken Burger mit Brötchen und quasi die ganzen Nuggets. Ja. Das ist keine Soße, kein Salat, nichts. Ich finde es fürchterlich, es ist einfach nur trocken. Ich kann verstehen, dass man das fürchterlich findet, aber ich habe einfach nicht diese Situation, die würde versuchen. Ja, du hast nicht die weirde. Du hast halt die weirde Burgerbestellung, aber du hast nicht die weirdeste Person im Raum. Ja. Aber ja, das war das Shooting. Das hat, ja, es hat Spaß gemacht, war aber auch echt weird. Und teilweise auch so, dass ich gesagt habe, so, boah, manche Sachen würde ich nicht mehr machen. Manche Sachen hätte ich eklig und klein gesagt, das überschreitet eine Grenze. Wie eben die Sachen für die wilde Triggerwarnung ausgesprochen haben. Die Sachen wie meinen Burger, das ist auch eine Grenze, die mittlerweile nicht machen kann. Wenn du so einen Burger sagst, sagst du mir sowas zu dir. Was du ich kann die Geschichte denken, aber da komme ich gleich die andere zu am Schluss. Oh, jetzt ist der Schluss. Okay, also du redest noch zu Ende dann. Soll ich dir noch reden? Ich wollte sie Endcard machen. Okay, dann würde ich diese Situation jetzt hier nutzen, um mal ein paar Personen zu grüßen und zu sagen, so, hey, folgt doch mal denen. Eine Person, glaube ich, ist, kann Jessie sagen, ist die liebe It Bally Mix. Ja, von ihr habe ich auch dieses wunderschöne Bing-Bund-T-Shirt hier. Also folgt auf jeden Fall der cuten It Bally Mix. Die verkauft auch richtige T-Shirts, sie hat einen eigenen Shop und, oh, du trägst gar keins von ihr. Ich trage leider keins von ihr. Aber sie hat ganz, ganz tolle Sachen. Also schreibt ihr auf jeden Fall. Mensch, wir sind bubt und sie haben am gleichen Tag unsere Brüste bekommen. Und beim gleichen Arzt. Beim gleichen Arzt. Im gleichen Krankenhaus. Und ich bin ein bubt, das ist unglaublich cool. Und ich liebe jetzt Dolly Mix. Und jetzt finde ich auch mal. Die zweite Person, die ich gerne shoutouten würde, wäre die liebe Colleen Jordan. Die, mit der ich eine unglaublich lustige Erfahrung gemacht habe. War im Hans im Glück in Frankfurt, war es, glaube ich. Es war unglaublich lustig. Die hat den Typen so geroastet. Und es ist so. Oh mein Gott, das ist so einer der coolsten Momente, wo ich jemals dabei war. Und wenn ihr es jetzt ausstecken wollt, ihr folgt euch die Miss Colleen, sagst du in der Beschreibung, Miss Dolly Mix. Und den Heute-Zeitungsartikel, wo. Oh ja, das schaue ich auch in die Beschreibung auf jeden Fall. Und ich grüße den lieben André, der den Heute-Zeitungsartikel geschrieben hat. Vielen lieben Dank dafür, André. Das ist ein toller Artikel und ja, er hat auch Artikel mit mir gemacht, wie er mich nach meiner Unterstützung interviewt. Und oh mein Gott, der André ist der Beste, er ist der hotteste Österreicher so und wenn ihr Single Girls seid oder dann so, schnappt euch den André. Den André, also. Ja. Ja. Und der Paul, der für die Fotos von mir gemacht hat, ist auch verdammt hot. So, beiden. Ja. Paul und André. Paul und heute, schnappt euch die beiden. Und wenn wir nicht auf Mallorca ziehen, müssen wir schon beide schnappen. Oh nein, das sind die vergeben, ich weiß es nicht.
wir fragen sie mal. Wir fragen sie und updaten euch, okay? Aber schnappt euch André und Paul von der Heute. Wenn sie Single sind. Genau. Ansonsten vielen lieben Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt. Liked gerne das Video, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst nicht, das Abo zu aktivieren und die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst mit mehr lustigen Fotografen. Und wenn ihr uns buchen wollt als Model, ist natürlich auch unsere DMs offen. Vor allem meine sind offen, weil ich echt gerne mit der Kamera würde, wenn ich sage, hey, ja, die nehmen wir ja damit. Und wenn ihr sagt, hey, ich habe keinen Bock mehr, die Alte hier bei der Kiste zu sehen und keine Ahnung, sie hat, ja. Aber so ruft man beste Freundin. Dann schreibt es bitte nicht in die Kommentare. Schreibt mir nur in die Kommentare, wenn ihr wieder sehen wollt. Und bitte nichts Negatives schreiben, wir kriegen eh schon so viele negative Sachen im Moment ab. Wegen unseren Lippen, ja, die Menschen hassen sich unsere Lippen irgendwie. Aber jetzt haben wir schon 35 Minuten. Das Video geht ultra lang. Wir sollten Sachen zum Schluss kommen. An alle Leute, die zugeschaut haben. Jedes Mal, wenn ich dabei bin, diese Scheiß-Story ist ultra lang. Du hast das Video nicht zuerst aufgenommen, hast mir geschrieben, die hast mir geschickt, die hat gesagt, da fehlt was, ich würde gerne da mitmachen. Das Video war 14 Minuten lang. Ich bin jetzt hier und werde jetzt doppelte Zeit gebrauchen. Wenn ihr das Video zu Ende geschaut habt, dann schreibt auf jeden Fall mal ganz viele Gorilla-Smileys in die Kommentare. Ach, Gorilla-Smiley ist auffällig. Warum? Schreibt irgendwie, keine Ahnung, Janas Burger ist normal oder so. Genau, dann schreibt ein Burger-Emoji. Macht ein Burger-Emoji in die Kommentare, wenn ihr das Video zu Ende angeschaut habt. Wenn ihr euer Plan ist, schreibt bitte auch. Wenn ihr den kennt, dann treffen wir uns in Wien und ich gebe euch allen einen aus. Jeder Bock. No, die 1,20. Die 1,20 gönne ich euch. Also jede Person, die den Chicken Burger Plan ist oder auch schon mal gegessen hat, so schreibt mir oder schreibt oder mir in die Kommentare. Ich lade euch zu einem Burger ein, wenn ich entweder bei euch in der Nähe bin oder wenn ihr in Wien seid. So, honestly, ich liebe es euch, mit euch Burger zu essen. Chicken Burger Plan? Ja. Also dann, Cuties. Ciao, ciao.